Über 2 Millionen Überstunden schiebt die bayerische Polizei vor sich her. Genauso wie die Bundespolizei. Also wir haben momentan eine hohe Belastung. Das war letztes Jahr nach G7-Gipfel natürlich eine irre Belastung. Wenn man 12 oder 13 Stunden am Tag arbeitet, das kann sich kein normaler Arbeitnehmer vorstellen. Insbesondere Paris hat mich, als ich die ersten Bilder gesehen habe, schon, dass mir schon eiskalt den Rücken irgendwo runtergelaufen. Sind unsere Sicherheitskräfte am Limit? Wir sind am Wochenende unterwegs. Fußballspiel, Sicherheitskonferenz, Grenzkontrollen und der ganz normale Polizeialltag. Die Kommandozentrale der Bereitschaftspolizei. Gleich neben dem Tagungshotel der Sicherheitskonferenz. Hier laufen alle Drähte zusammen. Hier weiß man, wer, wann und wo die Sicherheitszone betritt. Da steht alles, oder? Herbert Witzgall leitet den Einsatz der Bereitschaftspolizei. Er koordiniert seine Kollegen um und im Tagungshotel. Es ist nicht mehr so wie vor 10, 12, 15 Jahren, dass Geschäftsleute ihre Schaufenster verbarrikadiert haben. Also das haben wir als Polizei, als Münchner Polizei natürlich auch in den Griff bekommen. Und für uns im Bereich erwarten wir ganz ehrlich jetzt keine großen Sicherheitsstörungen. Wir haben das alles konzeptionell durchgearbeitet, vorgeplant. Wir sind kräftemäßig gut aufgestellt. Haben wir sonst noch was Neues? Ja, der Herr Poroschenko ist gerade auf dem Weg zum Hotel, aber die Kräfte wissen bereits Bescheid. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Zur gleichen Zeit im Polizeipräsidium München. Polizeisprecher Markus Martins auf dem Weg zum Planungsstab. Ob es irgendwas ganz Neues gibt, auch vielleicht so ein bisschen atmosphärisch mal mitzubekommen, ob irgendwas seine Schatten vorauswirft. Der Stab kümmert sich um die Sicherheit in der Stadt. Mehrere tausend Gegendemonstranten werden erwartet. Ansonsten passt das. Genau. Also wir haben Sprachregelungen vorbereitet für alle möglichen Fälle und dann ist gut. Ja? Okay. Okay. Die Polizei ist auf verschiedene Szenarien eingestellt. Seit kurzem setzen sie über Facebook und Twitter Nachrichten ab, wollen damit Transparenz demonstrieren. Wenn es heißt, dass Demonstrieren in Bayern und Demonstrieren in München aus demokratischen Erwägungen heraus eine andere Liga ist als andernorts, dann sage ich als Polizist, das ist totaler Quatsch. Im Gegenteil. Wir sind eine demokratische Polizei, die das, was sie tut, wirklich auch sehr transparent machen möchte. Und das ist mein Auftrag heute. Das geht nur vor Ort. Er und sein Team machen sich auf den Weg zur Demo. In einer halben Stunde soll sie starten. 3 Stunden bis zum Bundesligaspiel Augsburg gegen Bayern. Der Regionalzug aus München trifft ein, mit vielen Ultras. Die hartgesottenen Fans. Viele sind schon jetzt alkoholisiert. Die Polizei will verhindern, dass Bayern-Ultras in der Innenstadt auf die Augsburger Ultras treffen. Das könnte gefährlich werden. Shuttlebusse sollen die Schlachtenbummler am besten ohne Umwege ins Stadion bringen. Das haben sie aber abgelehnt. Sie haben sich jetzt entschieden, weil noch viel Zeit bis Spielbeginn ist, dass sie zum Königsplatz laufen. Ob die Polizei verhindern kann, dass die verfeindeten Fans aufeinandertreffen? Kiefersfelden, Inntalautobahn, Grenzübergang zu Österreich. Hier hat die Bundespolizei ihre Kontrollstelle aufgebaut. Wie so oft, kilometerlanger Stau. Wir treffen Polizeisprecher Rainer Scharf. Er ist froh, dass es jetzt die Grenzkontrollen gibt. Im vergangenen Sommer war die Lage hier oft chaotisch. Für viele hieß das Arbeiten über dem Limit. Wenn wir die Grenzkontrollen jetzt nicht so hätten und die Kontingente so nicht hätten, dann stünde ja zu befürchten, dass die Migranten alle auf illegalem Weg mit Schleusern irgendwo im Grenzgebiet abgesetzt würden. Das wäre eine durchaus chaotische Situation. Und die haben wir mit diesem Geordneten einfach beseitigt. Gerade haben die Beamten an der improvisierten Dienststelle Flüchtlinge aufgegriffen. Die haben alle keine Dokumente, kommen zu euch in die Bauernstraße. Das sind 3 Afrikaner, die am Innendamm zu Fuß unterwegs waren. Sie können sich nicht ausweisen. Es kann sein, dass die Personen hier in der Nähe ausgesetzt worden sind von einem Schleuser. Das ist durchaus denkbar. Oder sich auf eigene Faust irgendwie auf den Weg gemacht haben. Auch Flüchtlinge, die mit Reisebussen kamen, warten hier. Everyone, Salat, dann kommen wir zu mir. Machen Sie mal.
Es geht für sie erstmal zur Dienststelle nach Rosenheim. Ciao, Klaus. You have luggage? Ich habe jetzt Karten. Der Bus ist unterwegs. Polizeistation Waldmünchen, Landkreis Cham. 18.30 Uhr. Für die meisten Beamten ist jetzt Feierabend. Okay. Servus. Fritz, bitte. Übrig bleiben nur zwei, Peter Schneider und Hans Simon. Die werden gleich auf Streife fahren. Die Station ist dann unbesetzt. Eine Türklingel, genannt eiserner Schutzmann, übernimmt. Ja, der Bürger läutet hier ganz normal, wird dann mit der Einsatzzentrale verbunden in Regensburg. Der Kollege in Regensburg fragt ihn dann, was sein Anliegen ist. Er wird dann dementsprechend beraten, wie das Ganze dann weitergeht. Wenn es nötig ist, dass die Polizeistreife herkommen muss zur Dienststelle, dann wird er uns verständigen über Funk. Sie sind für die Sicherheit von 16.000 Bürgern zuständig. Unsere Schicht dauert bis morgen früh. 6:30 Uhr werden wir abgelöst. Ihr Einsatzgebiet: Waldmünchen und 5 Nachbargemeinden. Vor allem geht es um die Verkehrssicherheit. Wir sind im Nachbarort Rötz angekommen. Wir haben angehalten, weil das Licht nicht geht. So bald wie möglich. Ja. Das Einsatzgebiet ist riesig, misst rund 290 Quadratkilometer. Für Gott, gute Fahrt. Es ist so, wir haben natürlich Anfahrtswege, teilweise bis zu einer halben Stunde. Wir sind mal unterwegs von einem Ende zum anderen. Dann ist es natürlich so, wir haben nur eine Streife im Dienstbereich von der PE Waldmünchen. Da müssen wir halt die Kollegen von den Nachbardienststellen einfach zu Hilfe holen. Oder man muss selbst sein Einsatzgebiet verlassen. Und schon ist es soweit. Die Nachbarn aus Furt im Wald, 31 Kilometer entfernt, rufen. Es gab eine Schlägerei. Die Täter sind flüchtig. Sicherheitszone München. An der Kontrollstelle zum Tagungsort gibt es keine Probleme. Doch die Beamten verfolgen die Ereignisse der vergangenen Monate. Insbesondere Paris hat mich, als ich die ersten Bilder gesehen habe, da ist mir schon eiskalt den Rücken irgendwo runtergelaufen. Weil ich mich natürlich schon in die Situation reinversetzt habe, wie wäre das, wenn das jetzt bei uns der Fall wäre. Als Bereitschaftspolizei insbesondere sind wir immer dort, wo sowas dann ist. Ja, wir sind dann die Ersten, die da hinverlegen müssten, auch mit. Und ich mir dann auch schon meine Gedanken gemacht. Das vergangene Jahr hat den Beamten viel abverlangt. Auch an Silvester mussten viele ihre Familien allein lassen. Am 31.12., als es die Terrorwarnung für München auch gab, das haben wir abends um 11 alarmiert worden, zum 1. Januar, in der Früh 5 Uhr Dienstbeginn. Da hockt man natürlich auch zu Hause bei seiner Familie, feiert Silvester oder das neue Jahr. Und dann ist es halt Feiern einstellen und sofort nach München fahren, weil 5 Stunden später muss man Dienstbeginn machen. Und das gehört halt auch dazu, leider. Ja. Ich gebe es frank und frei zu, das waren ein oder andere Familie, wo es wirklich Probleme gegeben hat. Insbesondere, wenn Kinder da sind oder die Frau vielleicht noch Kollegin ist, die auch im Schichtdienst drin ist. Wir haben unheimlich viele Gespräche geführt, haben uns auch beraten lassen, dass man dann versucht, besondere Belastung dann aufzufangen, dass man andere Kollegen, die jetzt mal ungebunden sind, mal einspringen lässt und dass dann die Familien, Mütter und Väter mal zu Hause sind. Kurz vor Demobeginn. Noch ist alles ruhig. Insgesamt sind 3.700 Polizisten rund um die Sicherheitskonferenz im Einsatz. Lassen wir uns überraschen, wann es losgeht. Und wir werden jetzt über Social Media noch den Hinweis umsetzen, dass jetzt die Verkehrssperren langsam in Kraft treten. Nebenher informiert Polizeisprecher Markus Martins auch die Journalisten. Es sollen etwa 250 Demonstranten aus dem Schwarzen Block dabei sein. Potenziell gewaltbereit, sagt Martins. Also nur, dass man jetzt hier keinen klassischen Schwarzen Block sieht, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Jetzt geht es los. Obwohl ein sehr gemischtes Publikum hier ist, ist es tatsächlich friedlich. Und das finde ich tatsächlich toll. Ganz so friedlich wird es nicht bleiben. Der Königsplatz in Augsburg. Die Beamten des Unterstützungskommandos. Sie beobachten die Augsburger Ultras. Auch diese Fans sind alkoholisiert. Gehen Sie wieder zurück zu Ihren Leuten nach und gut ist. Lassen Sie die Leute ihre Arbeit machen und ab Platzverweis in die Richtung wird auch mit Gewalt durchgesetzt. Kein Problem.
Abmarsch. Geh rüber, schleich dir. An jeder Ecke Polizei. Sie will ein Aufeinandertreffen der beiden Fangruppen Augsburg und Bayern auf jeden Fall verhindern. Die Stimmung explosiv. Was macht er denn? Brauche ich das, mein Kumpel, Alter. Wenn Sie hier auch einmischen möchten, bringen Sie bei jeder Kollege einmischen, mischen Sie meinen Kollegen ein. Ist mir egal. Wem Stöllchen hier? Ey, du weißt schon, irgendwann haut jemand die Kamera von der Fresse und haut dich zusammen auf den Boden. Und beide. Wenn wir jetzt hier Zugriffsmaßnahmen machen an Einzelnen, der hier der Redelsführer ist, rausziehen, das führt dann oft zu Konflikten und da lassen wir es dann in der Regel auch gut sein. Wenige hundert Meter weiter, die Bayern-Ultras. Auch hier ist die Situation brenzlig. Also Bayern-Fans, bitte mal die Polizei. Also nochmal zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wollt mir einfach nicht zuhören, dann macht Lärm, das ist in Ordnung. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, jederzeit zu den Shuttlebussen zuzusteigen, die weiterhin am Bahnhof bereitstehen. Noch 8 Stunden Fußballeinsatz für die Polizisten. Zurück an der Kontrollstelle Kiefersfelden. Der Stau wird immer länger. Rückreiseverkehr. Wie reagieren die Autofahrer? Meistens mit Verständnis, weil die sind das ja gewohnt. Also keiner sagt, Mann, was soll das? Nee, es kommt selten vor, mittlerweile. Am Anfang öfter, aber mittlerweile ist es ja bekannt. Doch heute wird der Stau einfach zu lang. Die Bundespolizisten müssen reagieren. Hast du die Anleitung? Genau, und auch den Strahler und die Scheinwerfer ein bisschen zur Seite rollen. Sie müssen die Autobahn öffnen. Eine gefährliche Aufgabe, die Konzentration erfordert. Und das bei langen Dienstzeiten und ständiger Beanspruchung. Ja, natürlich. Wenn man 12 oder 13 Stunden am Tag arbeitet, das kann sich kein normaler Arbeitnehmer vorstellen. Vor allem im Winter ist es zu kalt, im Sommer ist es zu warm. Aber wie gesagt, wenn die Kollegen stimmen und der Spaß noch erhalten bleibt, dann kann man sich nicht beschweren. Denke ich, ist alles machbar. Die Beamten finden, vieles hat sich seit dem Sommer verbessert. Aber Überstunden schieben die Polizisten immer noch. Nicht alle stecken das so gut weg, sagen uns einige, als die Kamera aus ist. Da gibt es auch nichts zu beschönigen, wenn man dann mal eine Woche, 10 Tage von seiner Familie weg ist und beispielsweise die Kinder auch erst nach 10 Tagen wieder sieht, die dann daheim sind. Das ist nicht leicht. Der Stau löst sich auf. Die Bundespolizisten stellen auf mobile Kontrolle um. Die Waldmünchner Polizeistreife hat inzwischen Fürth im Wald erreicht. Eigentlich nicht ihr Einsatzgebiet, doch die Nachbarn haben sie als Unterstützung angefordert. Bleibt mal schon stehen. Wir haben jetzt den Auftrag von den Kollegen von Fürth. Wir suchen eine Personengruppe von 7 bis 9 Leute. Die haben einen Mann anscheinend zusammengeschlagen. Und die sind jetzt im Stadtgebiet Fürth unterwegs. Und jetzt haben wir halt da die 2 Personen gesehen und haben die mal angehalten. Über Funk kommen neue Informationen. Es geht vor allem um eine Person in schwarzer Kleidung, stark alkoholisiert. Der Mann ist polizeibekannt. Die haben wir immer wieder und die sind, die begleiten einen durch die ganze Dienstzeit. Der Hoffnung, vielleicht ziehen sie mal weg oder so, aber in der Regel mit denen haben wir immer wieder zum Tor. Dann die Meldung. Die Beteiligten der Schlägerei sollen in einer Wohnung am Marktplatz zu finden sein. Zurück auf der Demo gegen die Sicherheitskonferenz. Bislang gab es keine Zwischenfälle. Solidarität heißt für uns. Plötzlich kommt Hektik auf. Wir müssen ein bisschen Gas geben, wir müssen wieder nach vorne. Hoch internationale Solidarität. An der Feldherrnhalle eine gefährliche Engstelle. Da brennt die Pyrofackel ab. Wenn das irgendwo drauf kommt oder wenn es an die Kleidung kommt, dann ist das A schwer abzulöschen und B extrem heiß, mehrere tausend Grad. Und sowas natürlich in so einer Menschenmenge zu machen, zumal es auch Abbrandreste gibt, die herabtropfen, ist extrem gefährlich. Der Demozug hält an. Was werden die Einsatzkräfte unternehmen? Polizeisprecher Markus Martins erkundigt sich bei der Einsatzleitung. Also der Zug läuft ja wieder, es läuft ja. Momentan ist es wieder gut. Okay. Doch dann Tumult in der Demo-Mitte. Was willst du machen, wenn wir jetzt wissen, was da drin das Problem ist? Friede!
Liebe, keine Gewalt. Wenigen Menschen, ja, das sind vielleicht 5, 6, 10 Beteiligte. Die Teilnehmer mit den Pyrofackeln sind vorläufig festgenommen. Die Einsatzleitung entscheidet, die Demonstranten sollen weiterziehen. Wir versuchen das Ganze dann halt nicht eskalieren zu lassen. Mit ein bisschen Glück war das jetzt sogar schon das Highlight gewesen, das negative Highlight. Das Ziel Marienplatz ist erreicht. Die meisten der insgesamt 3000 Demonstranten haben friedlich protestiert. Zurück in Fürth im Wald. In einer Wohnung hier am Marktplatz sollen die Personen zu finden sein, die in die Schlägerei verwickelt waren. Den kenne ich nicht, ja. Den holen wir uns jetzt einmal. Zugriff. Minuten später ist alles vorbei. Gehen geh mal ins Auto. Geh rechts her, schau her, rechts. Rechts erst hin. Ja, wir haben jetzt zwei Tatverdächtige mal vorläufig festgenommen. Die werden jetzt zur Inspektion nach Fürth im Wald verbracht, zur weiteren Sachbearbeitung. Und ja, und dann wieder entlassen. Genau, das machen jetzt die Kollegen von Fürth im Wald, machen jetzt die Sachbearbeitung zu Ende. Und wir fahren mal wieder nach Hause. Es geht zurück nach Waldmünchen, in ihr eigentliches Einsatzgebiet. Vor ihnen liegt noch eine lange Schicht. Die nächsten 9 Stunden sind die beiden hier allein verantwortlich. Das Spiel ist zu Ende. Bayern hat 3:1 gegen Augsburg gewonnen. Trotzdem bleibt es weitgehend ruhig, bis auf kleine Ausnahmen. Alles im unteren Bereich. Alle sind aufgrund des, denke ich, auch schlechten Wetters auf dem Nachhauseweg. Sieht bis jetzt, glaube ich, so aus, dass wir relativ frühzeitig auch Schluss machen können heute. Freut uns natürlich. Doch ganz zu Ende ist der Abend für den Einsatzleiter noch nicht. Das ist Diskriminierung ohne Ende. Der muss also aufs WC gehen. Und dann wird er verhaftet beinahe. Sowas gibt's da. Ja, genau, sowas gibt's auch.